Herzlich willkommen. Ich bin Eva und ich zeige dir, was du alles aus alten Zeitungen herstellen kannst. Heute geht es um eine Herbstdekoration und zwar habe ich hier diese Pilze gefertigt. Und wie ich das gemacht habe, das zeige ich dir jetzt. Und am Schluss gibt es noch zwei Neuigkeiten, aber jetzt erstmal geht's zu den Pilzen. Ich wünsche dir viel Spaß.
Ich hoffe, es war eine kleine Inspiration für dich. Es ist eine kleine Fingerübung, diese Pilze zu machen, aber es macht Spaß. Mit den Kindern kann man es bemalen. Du kannst Fliegenpilze machen. Du kannst es dekorieren, wie du magst. Ich habe es ja hier jetzt in einen Tannenzapfen, Kieferzapfen reingeklebt. Aber da hast du wie immer 1000 Möglichkeiten. Nun habe ich noch zwei Sachen. Es gibt eine gute Nachricht und es gibt eine schlechte Nachricht. Ich fange mit der schlechten Nachricht an. Ich werde den Mitgliederbereich auflösen. Gegen Ende Jahr schaut man immer so ein bisschen, was funktioniert nicht. Und der Mitgliederbereich funktioniert so für mich nicht. Der Aufwand und Nutzen hält sich nicht die Waage, daher werde ich das beenden. Am liebsten würde ich es eigentlich Ende September beenden. Ich werde es jetzt aber vermutlich Ende Oktober beenden, sodass ihr einfach noch Zeit habt, euch die Videos anzuschauen und die Zahlung einzustellen. Sollten Restzahlungen offen sein, wird das von YouTube vergütet. So steht es zumindest in den Nutzungsbedingungen. Ich habe da keine Handhabung. Und dafür gibt es im normalen Kanal, da wird sich nichts ändern. Ich werde da Videos machen, wo ein bisschen mehr ins Detail gehen. Das werde ich noch anschauen, weil, jetzt kommen wir zu der guten Nachricht. Ich werde ein Buch veröffentlichen, wo es rund um Pulp geht, wo du etwas in die Hand bekommst mit Anleitungen und gleichzeitig ein Arbeitsbuch ist. Also du hast da die Möglichkeit reinzuschreiben und wirklich mit diesem Buch zu arbeiten. Wenn du noch eine Idee hast, was unbedingt in das Buch rein soll, oder Fragen hast, die ich unbedingt beantworten muss, soll, darf, dann schreib mir das bitte unten in die Kommentare rein. Jetzt hast du noch die Möglichkeit, ich habe 3/4 vom Buch fertig und habe jetzt, wie gesagt, die Möglichkeit, noch einige Dinge einzubauen. Da kannst du dich sehr gern beteiligen. Ich hoffe, es kommt Ende Jahr raus. Ich gebe Gas. Ich würde mich sehr freuen, wenn es vor Weihnachten noch rauskommt. Und ich werde dich auf dem Laufenden halten. So, lange Rede, kurzer Sinn, wie immer. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn du das Video teilst oder weiterempfiehlst, da meine Abonnenten ein bisschen stagnieren, es geht nicht vorwärts. Und natürlich freue ich mich immer über ein Abo. Viele von euch haben kein Abo bei mir. Es kostet dich nichts. Es ist eine Wertschätzung an meine Arbeit. Und darüber würde ich mich sehr freuen. So, das war's. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bleib kreativ. Umarm deine Liebsten. Wir sehen uns sehr bald wieder. Tschüss zusammen.